falsch. Was ist denn das für eine seltsame Besenkammer? Ja, da, Dein altes Büro ja, hat mir hier besser in dem gefallen. Schreibtisch. Hier in dem Schreibtisch hat der Kandidat hier, der Bäckermann, hat die neuen Kalender? Kalender reingelegt. Oh. Ja, die liegen da drin, da muss Oha. man richtig reingreifen und dann kommt man da dran. Ja, so groß die Versuchung auch ist. Traust du dich nicht? Ich hab eine panische Angst vor Schubladen. Haben Sie jetzt einen Kalender mitgenommen oder nicht? Ich hab sie da gar nicht reingreifen sehen. Warten Sie mal kurz, die waren eben schon hier. Wir müssen da richtig reingreifen. Richtig reingucken. Mitnehmen. Jetzt guckt der unter die Schublade. Sie verstehen das nicht, sie müssen das so machen. Sie gehen da hin und dann machen sie diesen hier. Genau. Ja, ich hab nicht ohne Grund eine panische Angst vor Schubladen. Nein, er ist in der Schublade verschwunden. Nein. Als Kind bin ich mal in eine Schublade geklettert und mein Bruder hat die dann einfach zugeschoben. Gott, wie bist du jetzt aus der Schublade wieder rausgekommen? Ja, ich kann tauchen, aber bloß nicht da rein. Der ist in die Schublade gestiegen. Und jo, weiter Leute. Geht's. Stefan. Warte mal. Was geht ab? Was macht ihr gerade? Fuck! Du Hallo? Idiot! Du verdammter Idiot! Was geht für euch gerade ab, Leute? Mein Gott! Du Idiot! Achso, du Idiot! Was hat er gemacht? Er hat aus Versehen gerade getötet. Oh! What the fuck? Wir sind gerade im Kampf. Ich lauf hier herum und was sagt er? Er schießt dich mega random. Ja, warte, ich fange für dich auf. Hattest du deine Waffe im Rucksack? Also, spätestens jetzt ist klar, mein Ingame-Freund bist du nicht. Aber ich, ne? Hattest du deine Waffe im Rucksack? Nein, ich hatte sie in der verdammten Hand! Warte, Grumpy, ich geb dir kurz das Geld, ne? Spatz, was ist mit dir? Sarah! Ja? Grumpy, hast du das Geld bekommen? Warte mal an, dann sehe ich, was hast du da bekommen? Entschuldige, ja. Sanitäter-Ruf. Grumpy! Ja. Spatz, du bist gemutet, ich weiß nicht, was du ihm beantwortest. Ey, Salvador, Mensch, hast du ein Aimbot oder was? Ist wirklich so, ich laufe da die ganze Zeit kreis und er schießt mich einfach kaltblütig. Das Visier zieht dauernd mit Maus auf Leute, dass ich sie erschieße, oder? Oh mein Gott, das war das krasseste Random-Kill-Scheiß-Track, den ich erlebt habe. Ich hab einen Vorschlag. Wir warten vor der Schranke, wir reden mit der Dame eben und danach können wir... Ohne den Schirm geht das doch gar nicht. Die ist doch noch nicht volljährig. Dann übernehmen Sie auch diese Vergehen. Nee, ich übernehme ja nicht, aber ich muss dabei sein. Oh nein, Opi! Ich bin enttäuscht von dir, Opa. Da entweder, mal hier, die stehen lesen, hier für... Großmutter würde sich im Grab umdrehen. Großmutter würde sich im Grab drehen. Wenn sie hier sowieso ja, nicht übernehmen und sich einstehen. Ich zeig dir, wo er okay. ist. Zeit wird. Oh, hey! Was zum Teufel soll denn das? Hey! Ich werd hier festgenommen! Ich werd hier festgenommen! Helfen Sie mir! What the fuck? Was ist mit... Herr Wimmler, was ist mit Ihnen falsch? What the fuck? Ich werd hier festgenommen! Hilfe? Hallo? Ich werd hier entführt! Fräulein Becker, das ist kein Scherz! Helfen Sie mir! Ich weiß nicht, was hier los ist! Das ist nichts Schlimmes! Doch, ist es! Das ist nichts Schlimmes! Ohne Scheiß, ich hab... Das ist nicht witzig! Was wird denn das jetzt? Ja, was wird das denn hier? Ich hab keine Ahnung, befreien Sie mich doch einfach! Hier, haben Sie Ihre Braut! Was? Zum Teufel? Kann ich doch da nicht reinstecken, du Sack! Dankeschön, Nick! What the fuck einfach nur? What the fuck? Der wollte, glaube ich, irgendwas Explosives zünden. Ob wir hier ein Feuerwerk haben wollen. Oh, Emily, machen Sie gut, dann nehme ich ihn mal kurz mit und berät das da mit ihm, dass Sie hier ein Feuerwerk haben. Ja, der ist im Moment gerade weggetreten, Herr Polizist.
Lassen Sie das mal. Der ist gerade weggetreten. Der ist irgendwie bewusstlos oder so. Das ist kein Problem. Wir warten gerade auf die Braut. Deswegen gehen wir da unten schon. Kann mich in der Zwischenzeit irgendjemand losmachen? Die, vielleicht? Sind Sie von der Kopfzerlei? Ich sehe Sie schon. Ich sehe Sie. Ja. Herr Clinton! Was zum Teufel, bitte das? Nein, Sie aber... Steck sie rein. Das geht nicht! Bitte alle hier entfernen, die nicht getasert werden möchten. Was zum Teufel? Würdet ihr mir die mal bitte mit ins Fahrzeug packen? Zuerst versetzen Sie mich und Aua. Dann... Und dann wollen Sie mich auch noch... Was? Entführen? Dann wir jetzt mal bitte die Wärme los. Nee. Oh mein Gott. Den gelben. Den hier. Was zum Teufel? Was ist das? Guten Tag. Normalerweise entführt man immer die Braut. Ja, ich muss noch irgendwo einen Pastor herkriegen, dann könnte man das auch einrichten. Aber ansonsten, was ist denn das? Anders wusste ich mir nicht zu helfen, um irgendwie mal mit dir reden zu können. Und deswegen habe ich deinen Kollegen dazu gebracht, dir die Flüschfesseln anzulegen, die ich ihm gegeben habe. In Gelb-Schwarz, wie du so magst. Ja. Julian, zuerst versetzt du mich und dann entführst du mich, um mit mir reden zu können. Kopf hinterher. Was soll denn der Scheiß? Oh mein Gott! Was zum Teufel? Nein. Was zum Teufel? Kannst du denen bitte mal Bescheid geben, dass das nicht böswillig ist? Wie soll ich denn das tun? Ich bin gefesselt, verdammt! Ah, die fährt in mich rein. Das ist so... Hey, was machst du schon wieder? Pudika, hör auf damit! Aber what the fuck, jetzt knallen wir sicher gegen irgendwas und... Naja, Punika, dein Ernst? Hast du ein Toolkit? Ich habe ein Toolkit, aber was bringt uns das? Wir stehen auf einer verdammten Mauer! Das ist schlecht, ne? Achso, ja. Ist die Frau auch dabei? Hallo? Soll ich mir einen kleinen Schubser geben? Nee, du klaust mir meinen Slot. Dann das wäre so freundlich, das wäre so freundlich! Sound muted. Dankeschön! Oh, nein! Oh, nein! Oh mein Gott! Nicht wirklich, oder? Aber Ihnen ist das gleich! Also ich auf jeden Fall, ich danke Ihnen, dass Sie versuchen... Ja, böser Wolf. Ach man. Böser Wolf, sitz! Ja, okay, alles klar, gut. Dann ist nein, macht das wirklich! Ich bin begeistert! Ich bin begeistert! Entschuldigung. Ich habe keine Ahnung. Ist egal. Ja, was wollte schon immer mein Haus hier haben in Game. Ja, komm, es ist perfekt. Er heißt Wolf und er hört auf Sachen, die man zu Hunden nein, sagt. Wirklich? Ich habe keine Ärzte, alles dabei. Von daher, ich weiß nicht, was sie da riechen, wenn die Salbe so riecht. Ja. Dann wende ich mal wie bei Ihnen an. einen wunderschönen guten Dame. Tag. Ja? Hallo. Allergien und Nebenwirkungen. Der Verkaufskopf kommt auch noch hin, Rutscher. Okay. Nein, aber das kann ich nicht tun. Das passt nicht zu meinem Doch, Glauben. Was finden Sie? Nein, das kann ich Doch. Nicht tun. Das passt nicht Doch. Zu meinem Glauben. Doch. Ja, dann ist Ihr Glaube auf unserer Insel nicht gestattet. Und ja, warum ist Ihr Kollege schon wieder nackt? Ich meine, Hauptsache eine Wumme in der Hand, aber nackt. Steht hier. Warten Sie, genau. Nein, tun Sie das nicht! Ja, rechts an Ihrer Schulter, links auch. Herr Doktor. Ich glaube, meine Armwunde hat sich... Herr Doktor, ich glaube, meine Armwunde hat sich entzündet. Ich glaube, ich muss ins Krankenhaus. Oh mein Gott, mein Arm, er tut so weh. Er fällt mir gleich ab. Oh mein Gott. Ich sterbe vor Schmerzen. Steigen Sie ein. Super, danke schön. Ich habe übrigens meine Waffe in ihrem Fahrzeug untergebracht. Ich hoffe, das war nicht... Ich habe so schnell in den Kofferraum geworfen. Es tut mir leid. Na, dann müssen Sie mal mit dem Herrn Julian Clinton sprechen. Der, okay, ich werde das nächste Mal darauf ansprechen. Lager. Sehr schön. Gibt es denn noch eine Frau? Wie bitte?
ob es denn auch mit Frauen gibt, weil wenn sie da alle halb bekleidet in dem Kalender sind, dann ist ja da nicht so Männer. Ja, hören Sie, eine Handwerkerfrau, die wollen Sie lieber nicht auf dem Kalender sehen. Also, naja, ich weiß nicht, also wenn Sie hier so auf die Muttis stehen oder auf die, die Ach. Gerne mal einen Schraubenschlüssel schön stark in der Hand halten, dann ja, aber ja, bis jetzt ist mir da nichts bekannt, aber... Ich weiß, ich habe gehört, Ihre Kollegin, Frau Agati, ist ganz hübsch. Ach so, ja, die berühmte Pornodarstellerin Sarah Agati, ja, die... Nein, nein, das verwechseln Sie, ich meine die Frau S.Agati, die beim PAC ist. Ja, die Frau Safa Agati, ja, das, ich habe mich extra nochmal schlau gemacht, die war die letzten Jahre sehr, sehr aktiv, wissen Sie. Oh Gott. Sie hat da viel gemacht, so in der Richtung. Können Sie mir eine Seite davon gerade aufschreiben oder so? Was? Ist das ich an. Seite, wissen Sie, da, da gab es nur solche Heftchen, solche schmierigen Heftchen, wissen Sie, so hier. Oh, so. Das ist... Oh, Herr Grumpy. So, ja, wo muss ich mit meinem Arbeitsvertrag? Ich bin nicht mehr in Ihrer Firma. Oh, oh, einen Moment, den muss ich erneuern. So, okay, ja, wollen wir dafür vielleicht woanders... Was? Oh. Hey, ja, tun wir das? Weg, du Schmarotzer. Das ja, passt dir richtig zu ihm. Einen anderen Vertrag. Also, ich könnte über die Geschwindigkeitsüberschreitung von 50 km/h hinwegsehen, wenn Sie mir eine gewisse Geldsumme in die Tasche stecken. Warten Sie mal. Der Praktikant, gehen Sie mal wieder rüber. Zur Schranke. Der ist ein bisschen speziell. Okay. Deswegen hat er auch ein pinkes Auto. Ach der so. Hat die falsche Farbe bestellt, deswegen sind die alle pink geworden. Okay, verstehe. Oh, Kalender, wo habe ich ihn denn? Was, warum? Will ich nach Flieder. Okay. So, bitte, da ist der Kalender. Dankeschön. Das ist, ihr Kollege ist ein bisschen speziell trifft es, glaube ich, schon ganz gut. Und Sie riechen nach Campers. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Da habe ich mit Flieder, glaube ich, noch am besten abgeschnitten. Erwerben und dann vergeht dieser Effekt. Ich reite auf einen Hasen. Ein Hase. Guck, ich reite auf einen Hasen. Er ist rosa. Sie machen das sehr, sehr gut, muss ich schon sagen. Hase, ja. Oha. Ey, du hast eine geile Krawatte. Guck mal, danke schön. Ich hab zwar schon viele Komplimente bekommen, aber meine Krawatte hat noch niemand geil genannt. Sie brauchen was Stärkeres. Sie kommen hier mit einem Panzer angerollt. Sie brauchen was Stärkeres. Wir brauchen mehr Männer, ja, wir können doch nicht den Panzer da rausholen, das braucht Feingefühl. Sarah? Feingefühl. Bleiben Sie ruhig, junge Frau, bleiben Sie ruhig. Aber es sieht wirklich schrecklich aus und es ist überall Blut. Überall. Ganz ruhig, kein Problem, er wird überleben. Er ist noch ansprechbar, er sieht noch ganz gut aus, seine Augenpupillen sind auch noch in Ordnung, also alles super. Puls und Blutdruck gehen noch, sind noch im normalen Bereich. Aber erst, wie kann sein Blutdruck im normalen Bereich sein, wenn er alles voll von seinem Blut ist und er einfach nur durch die Leitplanke zweigeteilt wurde? Ich kann mir das nicht mehr ansehen. Beruhigen Sie sich. Stellen Sie das nicht in Frage, was der Herr hier sagt, Frau. Goffi, bringen Sie mal ein bisschen weg, damit ich das Ganze... Ziehen Sie erst mal einen Ohrschau. Kommen Sie mal mit, bitte. Wie ist denn Ihr Name? Ich bin Sabine Meyer. Sabine Meyer. Genau. Okay, hallo. Frau Meyer. Sollte dies nicht stimmen, kriegen wir noch Behinderung in der Polizeiarbeit drauf, weil wir uns extra Mühe machen müssen, Ihren richtigen Namen herauszufinden. Das ist mein richtiger Name, glauben Sie mir ruhig. Ja, gefährliche Fahrweise. Sachbeschädigung. Sachbeschädigung? Wie bitte? Die sind jede 5 Meter gegen eine neue Mauer gefahren und haben Schilder umgefahren. Ich war überfordert mit der Situation. Ich hätte nie irgendwas kaputt gemacht, wenn sie mir nicht nachgefahren wären. Hey, meine Freunde sind es nicht. 90% der Zeit wollen mich diese Leute für irgendwas dran bekommen. Und dazwischen trinkt man Kaffee und plaudert. Was? Nee. Wir sind nicht Freunde. Doch, natürlich sind wir Freunde. Sie und ich schon, Herr Schumann. Sie und ich schon. Aber Sie haben einen Vitamin-B-Mangel, den ich decken kann. Aber... wie bitte? Ja,
Jetzt komm, lass dich in die Arme nehmen, meine Tochter. Wie bitte? Nein, 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 das glaube ich nicht. Da haben Sie irgendwas falsch verstanden. Guck mal, wir haben deine Mama wieder gefunden, nach langer Zeit. Hallo Mama. Ich muss gehen. Ach komm, ich wünsche Ihnen noch einen schönen Tag. Einen wunderschönen guten Tag, ist alles okay. Oh mein Gott, Sie sind blutig. Kommen Sie doch einfach mal von der Straße runter. Warum sind Sie so blutig? Was ist los? Tag. Einen Mord begangen. Sie haben einen Mord begangen? Okay, so sehen Sie das aber wieder mit Ihren bloßen Händen. Ich bin gerade vergraben. Ich wollte nicht hören. Sie wollte nicht hören. Okay. Ja, Sie sind trotzdem verletzt. Wollen Sie sich nicht kurz hinsetzen und ich gebe Ihnen was, damit die Wunden besser werden? Das ist nicht mein Blut. Ja, das ist nicht mein Blut. Okay. Okay. Dann, okay. Ich schreibe so lange nur eine kleine SMS. Nicht wundern. Ich muss jetzt weiter. Ich habe noch Arbeit zu tun. Sonst von wo? Komm hoch. Was? Was macht ein Russian Army Typ hier? Zum Teufel. Wow! Abschießen. Der wurde gefragt. Der wurde von irgendwem. Von wem wurde der gefragt? Bruder, fuck, ich muss ja weg. Der wollte wahrscheinlich nur einkaufen.